Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu der Digimon Tamers Episode 12, Renamon alleine. Der Titel ist irgendwie logisch, ist klar, passt aber und es ist ja sowieso irgendwie klar gewesen, dass es nochmal eine Folge geben muss, wo es eben um Rika und Renamon geht und wie die beiden wieder zueinander finden. Ja, ich sage vorweg, ich finde die Folge gut, das liegt aber nicht daran, dass es um Rika und Renamon geht oder die beiden eben wieder zueinander finden, sondern weil wir hier Charakterentwicklung haben und das nicht nur von den beiden aus, sondern auch im Sinne von Takato und anderen Charakteren. Es fängt damit an, dass Takato auf dem Weg zum Park ist, natürlich mit seinen Digimon-Karten und dort Kenta und Katsu sieht, wie die Karten spielen. Die beiden sind natürlich schon so ein bisschen, ach scheiße, da ist ja Takato, das ist uns unangenehm. Und ja, Takato fragt auch, was mit ihnen los war, warum sie neulich denn so schnell abgehauen sind. Katsu wiederholt das, überlegt nochmal, erinnert sich so an die gelben Augen und meint halt, Takato würde immer nur lügen, von wegen echtes Digimon und dass das da wohl nur irgendwie eine Attrappe oder sowas war und gar nicht echt war. Takato wiederum findet das natürlich in dem Punkt halt ein bisschen bescheuert, weil sie wollten ja Gilmon sehen, erwähnt auch den Namen Gilmon, woraufhin die beiden natürlich, also besonders Katsu, wieder so denkt, Gilmon, so laut Motto, so ein Digimon gibt's ja gar nicht, von wegen, ach, du denkst dir den Scheiß doch nur aus und dann gehen sie halt weg. In der Folge ist es zwar von beiden aus, ich habe aber das Gefühl, dass Kenta eigentlich schon eher wieder Freundschaft mit Takato geschlossen hätte als Katsu, weil er will ja später dann auch nochmal normal mit ihm reden, aber Katsu stupst ihn so an und dann lässt er das. Und daher wirkt für mich Kenta irgendwie wie so ein Mitläufer. Wäre vielleicht aber ganz interessant gewesen, wenn Kenta den Schritt gewagt hätte und in einer späteren Folge nochmal auf Takato zugegangen wäre und mit ihm geredet hätte. Und ihm gesagt hätte, ja, weißt du, mir ist das ja eigentlich egal, was du dir da so ausdenkst und so, aber du solltest nicht lügen. Und ja, ich nehm's dir auch schon gar nicht mehr so übel und so, aber Katsu, bla bla bla. Das hätte dann vielleicht Kenta so ein bisschen besseren Stellenwert gegeben und vielleicht auch Katsu nochmal ein bisschen besser hervorgehoben. Aber ja, das geht ja dann leider so ein bisschen unter. Jin hat das Ganze mitbekommen, allerdings hat sie noch nicht mit Takato geredet, vielleicht weil sie gemerkt hat, die haben sich gestritten und sie denkt, ich lass die erstmal in Ruhe. Zur gleichen Zeit ist Renamon im Park und hat erstmal mit drei Armor-Leveln zu tun. Flybeemon, Armor-Level von Hawkmon, die in Digimon Tamers sowieso ziemlich viel vorkommen. Eins besiegt er ziemlich leicht, ein anderes kann ihn dann mit dem Stachel erwischen. Das schmerzt dann natürlich, ja, weil er es gewöhnt ist, dreht er sich um und ruft nach Rika wegen Digimodify, bemerkt aber, dass sie nicht da ist und wird dann auch von der Elektroattacke getroffen und liegt erstmal am Boden. Rika hat das auch mitbekommen, allerdings hat sie sich aber dann eben wieder verpisst, so laut Motto, Renamon braucht mich nur zum Digitieren, ansonsten ist er stark, um ohne mich klarzukommen, so einfach ist das. Kalumon ging natürlich erstmal hinterher, ist aber wieder zurückgegangen, um später dann nach dem Kampf mit Heriamon da so ein bisschen herumzualbern. Henry hat das auch gesehen, er hat auch Rika gesehen, er hat auch ihr hinterhergerufen, ist aber nicht hinterhergelaufen, so laut Motto, naja, ich lass sie wohl mal. Renamon ist aber wieder aufgesprungen und hat dann beide Armor-Level mit Diamantensturm besiegt und jetzt kommt das, was ich ein bisschen seltsam finde. Renamon ist halt fertig und Henry sagt darauf hin, dass Rika eben da war und Renamon zugesehen hätte. Ja, er ist zwar natürlich auch ein bisschen, ja, erfreut darüber und so und die beiden unterhalten sich, was eine Partnerschaft eigentlich bedeutet. Henry sagt, dass für ihn Partner Freunde sind, aber er meint, dass Rika das vielleicht anders sieht, wer weiß. Ich finde jetzt nur ein bisschen doof, dass sie jetzt hier so locker miteinander reden konnten, aber in der vorigen Folge, wo Renamon quasi wirklich wollte, dass Henry hinter ihm hergeht, und Henry dann Renamon anspricht, da wirkt er so stolz, so laut Motto, Fisch, sprich mich nicht an, wenn, spreche ich dich an. Und ich weiß nicht, klar, vielleicht war es da wirklich noch der Stolz und hier jetzt ein bisschen Verzweiflung und auch, ja, so ein bisschen froh sein, weil ja Rika doch da war und so alles, aber ich finde es irgendwie ein bisschen seltsam, möchte ich an der Stelle halt erwähnen. Ich würde es jetzt nicht als Fehler ansehen, aber irgendwie als ein bisschen seltsam und in der anderen Folge wäre es von der Situation, denke ich, auch von der Atmosphäre ja angebrachter gewesen. Ja. Dann gibt es einen Szenenwechsel, Takato ist mit Henry unterwegs, der sagt ihm dann eben auch, dass Gilmon sein Freund ist, sein zweitbester Kumpel nach Henry, finde ich ein bisschen unfair gegenüber Gilmon, ich meine, wieso muss man eine Platzierung bei Freunden haben, könnte nicht einfach sagen, ja Henry, du und Gilmon, ihr seid meine besten Freunde, naja, ist natürlich auch nichts Falsches und wollte ich aber auch einfach mal nur sagen. Dann kommt Yamaki, der erzählt ihnen halt, dass er sie quasi gesehen mehr oder weniger beobachtet hat. Und zwar, dass er gesehen hat, was sie auf der Kreuzung da bei Shinjuku gemacht haben, halt den Kampf. Und dass sie da eben sich schon in eine gefährliche Situation begeben und so alles. Ich verstehe zwar, also irgendwie verstehe ich jetzt nicht so ganz, also ich finde es okay, dass Takato ein bisschen Angst hat halt. Weil, naja, ich meine, 10-jährige Kinder und ein fremder Mann und dann am Tag mit Sonnenbrille und Anzug, das kann schon natürlich ein bisschen unwohl, so ein unwohles Gefühl hervorbringen. Das ist klar. Aber Henry wirkt ziemlich entschlossen. Natürlich wissen wir, dass Henry ja schließlich sich auch selbst verteidigen könnte. Ob das jetzt unbedingt gegen den Erwachsenen gehen würde, ist eine andere Frage. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen, sagen wir mal,
Naja, schon seltsam, weil Takato hilft ja ab und an auch mal bei seinen Eltern in der Bäckerei und da muss er ja auch mal ein bisschen mit Erwachsenen reden und so. Und ich denke, dass er dann eher weiß, wie man Erwachsenen gegenüber sich verhält, anders als Henry. Und deswegen verstehe ich nicht, warum er Angst hat und Henry so entschlossen ist. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was da eure Vermutung ist, warum Henry eher entschlossener ist und weniger Angst hat als Takato? Ja. Dann hört man Jen, deswegen rennt ja Maki weg, Henry hinterher, Takato will eigentlich auch, aber weil Jen natürlich ihn direkt ruft, kann er nicht weglaufen, sie könnte ja böse sein. Und sie erwähnt dann natürlich auch den Streit, was eben das, was ich am Anfang angesprochen habe, nochmal so ein bisschen bestätigt, dass sie vielleicht erstmal ein bisschen so Gras über die Sache wachsen lassen wollte und deswegen später angesprochen hat. Und sie meinte auch, dass er was von einem echten Digimon erzählt hat und so. Daraufhin will sie das auch sehen. Ich weiß nicht. Dafür, dass sie sich vorher kein Stück für Digimon interessiert hat und so, finde ich es ein bisschen seltsam, dass sie es jetzt auf einmal sehen will. Aber vielleicht zeigt das auch, wie gut sie Takato kennt. So laut Motto: Ich kenne Takato ganz gut, er ist eigentlich niemand, der lügen würde und so. Und wenn er was von einem echten Digimon erzählt, dann wird er auch eins haben. Ja. Sie geht dann mit ihm in den Park und als sie dann Gilmons Augen sieht, bekommt sie Angst und Takato beschließt sich so zu tun, als ob das alles nur eine Lüge gewesen wäre und so. Und ja, bis Gilmon dann rauskommt und fragt, hast du was zu essen? Sie erschreckt sich kurz, aber dann sagt sie, dass er süß ist, woraufhin Takato wiederum erwidert, das ist ja cool. Naja, ich muss auch sagen, ich finde Gilmon eher cool, von der Art niedlich, aber optisch eher cool. Aber es ist Geschmack. Was ich noch nicht so ganz nachvollziehen kann, warum Takato sich eher dazu entschließen will, dass er das alles als Lüge rüberbringt, als dass sie Angst hat. Klar, ich könnte mir zwar jetzt irgendwie so zusammenreimen, ja, wenn sie Angst hätte und kreischend wegrennen würde und dann eben ihren Eltern, seinen Eltern oder gegebenenfalls der Polizei Bescheid geben würde, hätte Gilmon ein Problem und Takato auch, klar. Aber das ist das Problem, das reime ich mir jetzt zusammen. Das wird aber nicht gesagt und nicht erwähnt. Und ich finde, Takato hätte diesen Gedankengang kurz haben sollen im Sinne von: Mist, sie hat Angst, sie könnte die Polizei rufen oder irgendwie sowas in der Art. Es hätte vielleicht ein bisschen besser gewirkt. Aber nun ja, vielleicht habt ihr auch eine andere Erklärung dafür, warum Takato die Lüge vorgezogen hat, statt dass sie Angst hat. Vielleicht wollte er sie auch nicht ängstlich sehen, kann auch sein. Weiß ich nicht genau. Wie gesagt, schreibt mir eure Ideen in die Kommentare. Die verbringen dann auch einen ganzen Tag miteinander. Renamon hat sich in der Zwischenzeit so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wegen Partnerschaft und Freunde. Rika hat das Diag erstmal wieder in den Mülleimer gepfeffert. Und ja, dann ist es so, dass am Abend Jen geht. Sie hatte Gilmon erst auch so einen Sticker auf die Nase geklebt. Zufälligerweise fängt Gilmon erst an zu niesen, als sie dann auch geht. Und als sie aus dem Bild raus ist, niest er auch und der Sticker ist ab. Gut, soll natürlich so ein bisschen witzig sein. Henry und Teriyamon kommen, sie unterhalten sich ganz kurz über Yamaki, kommen aber nicht groß dazu, weil Gilmon und Teriyamon merken, dass ein Digimon in der Nähe ist und brechen halt auf. Renamon kämpft halt gegen Hapimon, scheint auch erstmal überlegen zu sein. Takato und Henry stellen aber fest, dass Rika nicht da ist. So, die hat das auch mitbekommen, weil das Diag ja blau leuchtet. Warum auch immer, Kalumon ist auf einmal wieder in ihrem Zimmer, wirft den Mülleimer um und scheint von diesem blauen Leuchten total fasziniert zu sein, weil es ja auch feststellt, dass es gar nicht mehr aufhört zu leuchten. Rika nimmt das Diag halt auch weg, sie will es eigentlich auch gar nicht sehen und so alles, aber man merkt, dass sie ja doch irgendwie tief in ihrem Inneren weiß: Ach, mein verdammter Stolz und was für ein Scheiß, Renamon ist doch mein Freund, ich kann ihn nicht im Stich lassen, deswegen rennt sie dann da eben doch hin. Ja, als Rika dann auch ankommt, sagt Teriyamon auch Rika: Ja, Rika, guck mal, Renamon, Rika ist hier. Renamon achtet zwar kurz auf Rika, kämpft aber dann immer noch weiter. Hapimon ist übrigens, wenn ich mich nicht irre, auch ein Armor-Level von Hawkmon. Er ist dann auch überlegen. Hapimon liegt auch am Boden. Dann wundern sich Takato und Henry so ein bisschen, warum es ihn nicht besiegt und laden will. Und Renamon denkt dann eben nochmal darüber nach, dass er stärker wird, ein Gegner nach dem anderen besiegt und die Daten lädt, aber er fragt sich, was das bringt. Und Rika selbst ist auch ein bisschen, ja, wahrscheinlich hat sie so denselben Gedankengang so im Nachhinein, wobei sie auch wieder dachte, Renamon ist auch ohne mich stark genug und so weiter und so fort. Und ja, Hapimon steht dann wieder auf und Renamon gerät in Gefahr. Und dann will Rika ihm natürlich helfen. Aber sie hat die Karten nicht mit. Ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt so als, naja, ob man das jetzt wirklich als Plotpunkt ansehen könnte oder nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Kämpfe Rika und Renamon schon zusammen bestritten haben, aber es wäre ja irgendwie normal, wenn sie die Karten irgendwie dabei hat. Allerdings kann es sein, dadurch, dass das Diag schon länger geleuchtet hat und sie dann schon so vielleicht 5 oder 10 Minuten gezögert hat, dass sie dann einfach nicht dran dachte und dachte, scheiß drauf, eigentlich will ich ja gar nicht hin, aber Renamon ist mein Freund, ich muss mich jetzt beeilen und dann hat sie einfach nicht daran gedacht. Ich muss auch sagen, insgesamt hätte sie zwar auch jetzt Henry oder Takato fragen können: Ja, habt ihr mal eine Karte für mich oder gebt mir mal eine Karte? Aber ich denke, genau das
wäre das, was man eher erwartet hätte. Man hätte eher erwartet, dass sie zufällig die Kartentasche dabei hat und das Übliche, ich spiele irgendeine Karte und Renamon gewinnt. Man hätte auch erwarten können, dass sie die beiden Jungs vielleicht kurz fragt, auch wenn sie noch nicht so gut mit denen befreundet ist, was man ja auch in den späteren Folgen noch ein bisschen sieht. Und ja, deswegen, das wäre irgendwie zu erwarten gewesen. Deswegen finde ich es gut, dass sie einen Stock genommen hat. Ein Stock im Park ist natürlich nicht seltsam, aber dass der zufällig auch spitz ist, darüber lässt sich vielleicht ein bisschen streiten. Aber es ist gut, dass sie halt überlegt, sich den Stock nimmt und ja ohne zu zögern auf Harpiemon zurennt und dann eben Harpiemon angreift. Und das hat dann auch Schmerzen, dreht sich um. Ja gut, Rika wird den Mut in der Situation wahrscheinlich ein bisschen bereut haben, aber Renamon digitiert dann, mit einer Attacke ist Harpiemon besiegt und gut ist. Und ich fand es wie gesagt einfach gut, dass man irgendwie sieht, dass auch Rika... Ja, dass Renamon ihr einfach nicht egal ist und dass sie dann in dem Moment das getan hat, was ihr eben in den Sinn kam, ohne groß zu überlegen und einfach drauf los, um ihren Freund da zu helfen. Das finde ich eigentlich ganz gut und das hätte man weniger erwartet und es ist besser als, los Renamon, ich glaube an dich, oh, wir sind Freunde und ich digitiere, wie in anderen Staffeln das auch ab und an mal so gang und gäbe ist. Da ist es gut, dass sie halt selbst auch was gemacht hat und dem Digimon Schaden zugefügt hat. Ja, dann unterhalten sich die beiden eben natürlich auch so ein bisschen darum, im Sinne von, ja, wegen Partnerschaften und wegen Freundschaft und wegen geholfen und dass sie quitt wären und so. Daraufhin erwidern natürlich auch Henry und Takato, dass die beiden ja nur drumherum reden und so alles und dass sie das eigentlich nicht zugeben wollen, dass sie sich in Wirklichkeit totale Sorgen um den anderen gemacht haben, finde ich eigentlich auch ganz okay. Und natürlich endet die Folge damit, dass Yamaki das wieder mitbekommen hat und sagt, dass das alles nur Computerdaten sind, nur ein elender Abschaum und so, der sich im Internet breit gemacht hat und den man löschen sollte. Da merkt man natürlich dann, man könnte schon als so einen kleinen Cliffhanger so betiteln, da merkt man natürlich so, dass ja demnächst es vielleicht ein bisschen düsterer wird. Und ja, im Prinzip kann man sagen, dass es bis dieser Folge, bis Folge 12, war es theoretisch gesehen so der Anfang. Einfach nur so dieses, ja, das sind die Tamer, das ist ein Tamer, das sind die wilden Digimon und ja, so ein bisschen auch erklärt mit Yamaki und so alles halt und auch die Tamer so vorgestellt und ihre Digimon und auch als Charaktere, auch Impmon und Kalumon und so, auch ein bisschen das mit den Karten gezeigt. Das ist halt so der Anfang, den viele langweilig finden. Ich persönlich weiß nicht, was daran langweilig sein soll, weil es ist doch eigentlich gut, dass man sich so ein bisschen Zeit nimmt und die Charaktere vorstellt und so und auch vieles erklärt. Und es ist auch gut, man hat ja auch schon ein bisschen die Familien gesehen, gut von Henry jetzt natürlich noch nicht so viel, aber von Takato und auch ein bisschen von Rika und ja, von daher finde ich den Anfang eigentlich ganz gut. Nur mal so verglichen, das werde ich später dann noch ausführlicher machen, wenn ich dann bei der Staffel bin. Savers hat ja auch einen relativ langen Einstieg, aber den finde ich nicht ganz so gut. Wie gesagt, wenn ihr das unbedingt jetzt schon wissen wollt, schreibe ich das in die Kommentare. Ich werde darauf aber später erst bei Savers dann eingehen. Jedenfalls ab Folge 13 beginnt ja quasi gesehen so richtig die Story, kann man so sagen. Ja, nach wie vor, ich finde die Folge ist definitiv eine der besseren Folgen, also auch eine gute Folge meiner Meinung nach. Ich frage an der Stelle, wie hat euch das gefallen? Fandet ihr das mit Rika und Takato gut? Hat euch eins mehr oder eins weniger gefallen? Ja, und was sagt ihr zu den ganzen Armor-Leveln, die in dieser Folge auftauchten? Fandet ihr die cool oder weniger cool? Schreibt es mir in die Kommentare.